Trinität, Dreifaltigkeit, das habe ich nie begriffen. Das ist doch ganz einfach. Gott ist Vater, Gott ist Sohn und Gott ist Heiliger Geist. Das ist doch erstmal eine theologische Denkfigur. Musst du zugeben. Die Philosophen mussten erst dran, als klar wurde, wie schwierig es ist, drei in eins zu denken. Dreiergruppen gibt es ja viele. Aller guten Dinge sind drei, sagt man auch. Vater, Mutter, Kind? Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Anfang, Mitte, Ende. Und überhaupt die Dreiecke. Alle guten Dinge sind drei. Länge, Breite, Höhe. 3D-Kino, das mit den Brillen. Aber ich glaube, wir schweifen ab. Die Philosophen wollten jedenfalls aus dieser Zahl das rausholen, was ich ihnen auch ganz unabhängig von der Theologie anbot. Na, das ist doch aber wirklich schwer zu denken, sowas wie ein allmächtiger Schöpfergott. Dann ein einzelner Mensch, den sie auch noch gekreuzigt haben. Und dann dieser Heilige Geist, der die Leute begeistert, zumindest manchmal, aber nicht verlässlich. So heißt es doch, der Geist weht, wo er will. Der Geist, das ist die Taube. Ja, die aus der Bibel. Und die drei, Vater, Sohn und Heiliger Geist, so verschieden wie die sind, sollten die wirklich eins sein? Um so zu denken, da braucht es wirklich einen richtigen Philosophen. Es gab sogar viele Philosophen, die meinten, dass alles unterschiedlich, wo der Vater mit dem Sohn und wie der Heilige Geist. Das ist doch alles relativ, je nach Kirche. Tja, und stell dir vor, manche dieser großen Denker wollten sie sogar beweisen, die Trinität. Wie soll das denn gehen?